Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute und Freunde des gepflegten Pilzefilms. Ja, Trüffel und ich, wir sind mal wieder in den Wald gefahren und wir wollen mal gucken, ob wir noch ein paar Pfifferlinge finden. Ja, es sind ja welche am Kommen und die wollen wir so nicht so Mutterseen alleine im Wald stehen lassen. Ja, was meinst du? Finden wir welche? Sag. Ja, Trüffel meint, wir finden welche. Ja, lass uns losgehen. Trüff, trüff. So, dann wollen wir mal, nicht? Ja, ich bin hier wieder in meinen favorisierten Asthma hängen. Oh, da kommen schon welche. Gucke mal. Aber wie gesagt, sie sind noch klein. So, so geht's los. Ja, also, wenn das so weitergeht, aber vielleicht finden wir auch ein paar größere. Mal sehen. So, dann gehen wir hier durchs Dickicht. Boah, hoffentlich kommt der Floh nach. Oh Gott, oh Gott. Aber das sind hier diese Pfifferlingswälder, die wir hier so im Sauerland haben. Ja, und da die so klein sind, muss man ganz genau gucken. So, komm. Ja, da bricht er durchs Gehölz. Komm, such den Pilz, such ihn. Ja, das ist hier sehr steil. Hier der Hang. Da unten fließt die Volme. Aber mal gucken. Ja, also hier sieht es noch ziemlich mau aus. Dann gehen wir mal hier runter. Ja, da steht wieder einer. Der ist aber ziemlich zerfressen. Egal. Ja, hier sind auch wieder welche. Mal gucken. Ja. Nehmen wir sie mal mit. Den ganz kleinen lassen wir wieder stehen. Ja, wichtig ist, hier ganz langsam durchzugehen. Die Pfifferlinge sind noch ziemlich klein. Und wenn man da nicht genau hinguckt, dann übersieht man sie leicht. Ja, im bewachsenen Unterholz, da wollen die wohl nicht so ganz gerne hin. Sie wachsen auch noch ziemlich vereinzelt. Ja, wenn man so auf so einen Waldweg kommt, dann ist das schon eine kleine Erholung bei diesen Hängen. Ja, und auch da gibt es kleine Pfifferlinge, wie man sieht. Die kann man hier auch ruhig wegnehmen. Die werden ja eh zertrampelt. Ja, hier in der Wiese. Guck mal. Ja, hat ja echt schon wieder ein paar gebracht. Ja, hier haben wir den samtigen Leistling. Aber die sind so dünnfleischig. Ja, und hier haben wir noch ein bisschen Cibarius. Cantharella Cibarius. Oh, schöne große. Ja, ich glaube, wenn wir jetzt jeden Tag gehen, ja, dann wird es jeden Tag mehr. Auch hier wieder samtiger Leistling. Ja, aber wie gesagt, wenn die keine anständige Größe haben, sollte man die auch im Wald lassen. Das ist der Gebirgstrüffelhund, ne? Das Finden ist noch reichlich mühsam. Es sind noch nicht so viele Pilze da. Ja, also in ein paar Tagen, also sagen wir mal ein paar Tagen, eine Woche oder so. Ich glaube, dann wird hier alles gelb sein. Die kleinen Stübbelchen, die nehme ich ja alle nicht mit. Gerade auf dem Weg, ja, okay, aber nicht hier im Wald. Ja, da sind auch wieder welche, schön versteckt unterm Baumstoken. Ach, da ist der Kleine abgebrochen. So. Ja, diese Vollmehänge, es gibt wohl nichts Besseres, als sich die Kalorien abzutrainieren. Mir graut schon davor, wenn es hier mal 30 Grad ist, so
So, mehr Ende Juli, August kriegen wir bestimmt noch solche Temperaturen. Dann hierher zu kraxeln, das wird ein Schweißfest. Ja, vor allen Dingen muss man hier sehr langsam gehen, weil die Pfifferlinge, ja, die sind ziemlich ähnlich den Blättern, die hier rumliegen. Und so groß sind die noch nicht und so gelb. Ja, man muss also sehr genau hingucken. Hättet ihr den erkannt? Ja. Wie dem auch sei. Ja, und immer wieder vereinzelt welche. Und wenn man weiß, wie man um diese Jahreszeit welche finden kann, dann ist das ja auch schön. Aber wie gesagt, das geht nicht hoppla hopp. Da muss man langsam gehen. Na, wollen wir noch ein paar finden? Ja? Dann Augstrüffel, komm. Komm, Zeckensuchgerät, komm. Ein schöner Pfifferling im Sonnenlicht. Nun ja, es reicht mal wieder für ein Söschen. Aber ich wollte noch woanders hinfahren. Ja Leute, jetzt sind wir noch woanders hingefahren. Der Trüffel und ich. Und jetzt wollen wir hier mal gucken. Wir sind immer noch im Volmetal bei Kirspe. Und dann gehen wir mal los. So, wir befinden uns jetzt auf der anderen Seite der Volme. Und auch hier haben wir Pfifferlingswälder, diese Eichenbuchen-Mischwälder. Schauen wir mal. Hier habe ich auch immer sehr gut gefunden. Aber wie gesagt, ist noch nicht so ganz die Zeit. Ja, nur schade, dass wir keine Fichtenwälder mehr haben, denn gerade im Fichtenwald, da waren früher immer die Pfifferlinge, ja, ein bisschen mehr und reichhaltiger vorhanden als im Laubwald. Ja, schön Trüffel. Komm, wir wollen doch noch Pilze finden. Ja, dieser Wald ist ein bisschen anders. Da steht ein zerfressener Täubling. Er ist irgendwie kahler, also hier fehlt so ein bisschen der Unterwuchs. Aber nichtsdestotrotz, auch hier wachsen sie. Ein bisschen größer sogar. Ah. Guck mal. Ja, hier sind sogar noch mehr. Guck mal, auch da. Und nur aufpassen, dass man sie nicht zertritt. Da auch. Ja, und überall, wenn man hinguckt, kommen kleine Pfifferlinge raus. Ja, und bevor das Gemecker wieder losgeht, warum ich die Pilze so mit der Erde rausnehme. Das hat einen Grund. Würde ich sie abschneiden, ja, blieb ein Stückchen übrig. Und das würde anfangen zu faulen und auch das Myzel unten dann angreifen. Drehe ich sie raus, werden nur die kleinen faserlichen Pilzfäden abgerissen und die können wieder weiter wachsen und können einen neuen Knoten bilden für einen neuen Pilz. Ja, und im Grunde ist es dem Pilz aber auch egal, ob er abgeschnitten oder ausgedreht wird. Ich habe nur meine Philosophie und da werde ich auch Folge leisten. Ja, gerade wenn hier so wenig Unterholz ist und Unterbewuchs, empfehle ich ganz, ganz langsam zu gehen, weil die Pilzköpfchen sind unter dem Laub und man überläuft sie auch leicht. Ja, um auch beim Thema zu bleiben. Viele Leute sind pfifferlingsblind. Ja, die gehen in den Wald und sehen sie einfach nicht. Ja, die können daneben stehen, sie sehen die nicht. Ich habe also schon oft Leute mitgehabt, die es erstmal mitgegangen sind. Also ich finde keine Pfifferlinge. Ich habe noch nie Pfifferlinge gefunden. Ja, ich habe das schon oft erzählt. Die sind neben mir gegangen und ich habe gesagt, da sind welche, da sind welche, da sind. Die haben die nicht gesehen. Die haben die einfach nicht gesehen. Ja, da muss man erstmal ein Auge für entwickeln. Und wenn ihr Pfifferlinge finden wollt, dann müsst ihr mit einem mitgehen erstmal, der weiß, wie man sie findet. Sonst
Vergebliche Liebesmühe. Ich stehe schon wieder vor einem. Die lassen wir im Wald, da hat die Schnecke gefährlich den Kopf abgefressen. Und da soll der auch Schneckenfraß bleiben. Auch hier wieder kleine Pfifferlinge. Obwohl, diese hier kann man mitnehmen. Und wollen sie mal pflücken. Also hier kann man noch so in einer Woche noch mal herkommen. Hier kommen überall kleine Pilze raus. Ja, du achtest auf mich, ne? Ja. So, komm Trüffel. Auf dieser Seite der Volme, am Volmehang, sind die Hänge nicht so steil, was auch sehr erfreulich ist. Ja, hier haben wir wieder Unterholz und ich sehe schon wieder Pfifferlinge. Wenigstens einen. Und unweit davon noch mehr. Es werden immer mehr. Ja. Also wenn man hier so durchguckt, überall sieht man Köpfchen aus dem Laub rausragen. Überall. Hier auch wieder. Und hier sind noch ganz winzig kleine, die wollen erst noch was werden. Hallo, Trüffel. Guck mal hier. Ja, so riechen die, so riechen die. Trüffel, da musst du mal welche suchen. Hier kann man schön sehen, wie der Borkenkäfer alle Fichten gefressen hat. Steht nicht mehr eine einzige Fichte, also die muss man echt suchen. Ja, liebe Freunde des gepflegten Pilzefilms, wir zwei, Trüffel und ich, wir werden uns jetzt verabschieden. Ja, wir haben gut gefunden und wir sind auch zufrieden. Für ein Söschen reicht, sage ich immer. Ne? Und es muss auch nicht mehr sein. Ja, was will man mit mehr als genug? Muss ja nicht für die Nachbarn und für die ganze Straße mitsammeln. Ja, es sei denn, es wird sich lohnen und man weiß genau, wer welche gebrauchen kann. Nun gut, bleibt nachhaltig und ich sage trüff, trüff, bis zum nächsten Mal. Euer Charlie.